schon eine ganze Reihe an Beiträgen zur Situation des Schwangerschaftsabbruchs in Deutschland und auch in anderen Ländern gehört. Und hinter den fundamentalistischen Abtreibungsgegnerinnen, die hier heute sich in Berlin versammelt haben, steht aber eine ganze Anti-Choice-Bewegung in Europa und auch noch weiter darüber hinaus, die auch enge Beziehungen in das rechte Lager pflegen, wie man eben daran sieht, dass Beatrix von Storch ganz vorne mit dabei ist. Nicht nur schwangeren Personen das Recht auf Selbstbestimmung absprechen, sondern äußern sich auch homophob und sind generell gegen eine vielfältige Gesellschaft und die sexuelle Selbstbestimmung aller Menschen. Dem müssen wir etwas entgegensetzen. Bündnis für sexuelle Selbstbestimmung stehen deswegen nicht nur für die Abschaffung der Paragraphen 219 und 218 aus dem Strafgesetzbuch, sondern wir setzen uns in unserem Programm auch für LGBTIQ-Rechte ein. Denn wir wollen leben und lieben ohne Bevormundung. Deswegen haben wir für unseren queer-feministischen Blog jetzt auch großartige Rednerinnen eingeladen, die zur Situation von lesbischen, schwulen, bi-, trans- und intersexuellen Personen in Deutschland sprechen werden. Zuerst haben wir einen Beitrag von Johannes Blankenstein vom Lesben- und Schwulenverband in Deutschland, der zum Stand der Rechte gleichgeschlechtlicher Paare reden wird. Es ist jetzt bereits das 100-jährige Jubiläum, an dem Magnus Hirschfeld damals sein Institut für Sexualwissenschaften gegründet hat. Und außerdem gibt es bereits seit 50 Jahren den CSD. Vor diesem Hintergrund übergebe ich jetzt Johannes Sand das Wort. Vielen Dank. Genau, ich werde ein paar Worte sagen, vor allem zur Geschichte der queeren Emanzipationsbewegung. Ich freue mich heute, den LSVD als Gründungsmitglied des Bündnisses für sexuelle Selbstbestimmung vertreten zu dürfen. Und genau, die erste homosexuelle Emanzipationsbewegung begann bereits 1897 mit der Gründung des Wissenschaftlich-Humanitären Komitees, der ersten Organisation, die sich für die Bürgerrechte Homosexueller einsetzte. Zu den ersten Initiativen des Wissenschaftlich-Humanitären Komitees gehörte eine Petition zur Abschaffung des Paragraphen 175, der die Tradition der Bestrafung homosexueller Liebe fortsetzte und seit 1872 die Liebe zwischen Männern unter Strafe stellte. Bis 1904 wurde die Petition zur Abschaffung mehrfach in den Reichstag und den Bundesrat eingebracht und von mehr als 2000 Vertreterinnen aus Politik, Wirtschaft, Kultur und Wissenschaft unterschrieben. Leider ohne Erfolg. Das Wissenschaftlich-Humanitäre Komitee bestand bis 1933 und schaffte im Jahre 1929 bereits fast die Abschaffung des Paragraphen 175, doch die Erstarkung und schließlich die Machtergreifung der Nazis beendete die positive Arbeit des Komitees. Einer der bedeutendsten Vertreter der wissenschaftlich-humanitären Komitees und der homosexuellen Emanzipationsbewegung war der jüdische Arzt und Sexualwissenschaftler Dr. Magnus Hirschfeld. Er gründete mit Max Spohr, Eduard Oberg und Franz Josef von Bülow das wissenschaftlich-humanitäre Komitee und später 1919, also vor 100 Jahren, errichtete er auf dem Gelände zwischen dem heutigen Bundeskanzleramt und dem Haus der Kulturen der Welt das Institut für Sexualwissenschaften. Dieses Institut war schnell international bekannt und unter Berufung auf die Forschungsergebnisse wurden die Sexualstrafgesetze in der Sowjetunion, Norwegen und der Schiffe zu Tschechoslowakei gelockert. Auch wenn nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs noch einmal Versuche unternommen wurden, an die Arbeit der ersten homosexuellen Emanzipationsbewegung anzuknüpfen, dauerte es bis zur Etablierung einer neuen Bewegung in Deutschland bis 1971. Die Uraufführung des Films Nicht der Homosexuelle ist pervers, sondern die Situation, in der er lebt, führte unter anderem in West-Berlin, Frankfurt am Main, Köln zur Gründung verschiedener Aktionsgruppen und damit zu einer neuen Emanzipationsbewegung. International gilt wohl kein Tag so sehr als Ursprung der modernen queeren Bewegung wie der Stonewall-Aufstand vom 28. Juni 1969 in New York. Seit 1970 erinnert der CSD, also der Christopher Street Day, an die Repressionen und Diskriminierung und fordert die vollständige Emanzipation von LGBTIQ. 10 Jahre nach dem Aufstand in New York fanden die ersten Demonstrationen in Deutschland, in Bremen, Köln und West-Berlin statt. 50 Jahre Stonewall, 40 Jahre CSD in Deutschland. Viele wichtige Debatten wurden und werden angestoßen.
Viel wurde bereits erreicht. Zu den großen Errungenschaften zählen neben anderen wichtigen Erfolgen sicherlich die endgültige Abschaffung des Paragraphs 975, allerdings erst im Jahr 1994, die Einführung des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes 2006, die Ehe für alle 2017, sowie die Rehabilitierung der nach 975 Verurteilten ebenfalls 2017. Doch eine völlige Gleichstellung von LGBTIQ gibt es auch heute nicht. Anfeindungen, gesellschaftliche, wirtschaftliche und rechtliche Diskriminierungen gibt es bis heute. Wir haben weiterhin Forderungen wie die Änderung des Abstammungsrechts sowie eine selbstbestimmte Änderung des Geschlechtseintrags. Aber neben den Forderungen, die wir weiterhin verfolgen, müssen wir die bereits erlangten Rechte verteidigen. Rückwärtsgewandtheit, Homo-, Bi- und Transfeindlichkeit, Sexismus, Rassismus und Ableismus, kurzum Menschenverachtung, darf nicht einen Zentimeter erreichter Emanzipation zurückdrehen. Wir müssen nicht nur heute unsere Stimme erheben für ein solidarisches Miteinander und für die sexuelle Selbstbestimmung. Vielen Dank.